Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video Copy-Konstruktoren in C++ anschauen. Und wir kennen aus C# ja den sogenannten Standardkonstruktor, der für uns vom Compiler erstellt wird, wenn wir keinen Konstruktor in einer Klasse angeben. Und ähnlich verhält es sich mit dem Copy-Konstruktor in C++. Der ist auch standardmäßig einfach vom Compiler erzeugt, wenn er in einer Klasse nicht vorhanden ist. Das heißt, hat eine Klasse keinen Copy-Konstruktor, wird er automatisch vom Compiler erstellt. Ja, was macht der Copy-Konstruktor? Wir haben letztes Video mit der Klasse Rechteck gearbeitet und auch die werden wir jetzt eben hier weiter benutzen. Der Copy-Konstruktor erstellt Instanzen aus bestehenden Objekten. Also letztendlich macht er standardmäßig eine einfache Kopie. Und wir sehen hier jetzt schon die drei verschiedenen Syntax, die zwei verschiedenen Syntax, die eben möglich sind, um den Copy-Konstruktor standardmäßig aufzurufen. Hier benutzen wir den Ist-Gleich-Operator oder beziehungsweise den Zuweisungsoperator. Und der Zuweisungsoperator ist eben standardmäßig so überladen in einer Klasse, dass er den Copy-Konstruktor aufruft. Und hier sehen wir eben tatsächlich den expliziten Aufruf des Copy-Konstruktors. Wir haben hier Rechteck 3 und das erhält letztendlich dieselben Werte von Rechteck 1. Was können wir uns unter dem Copy-Konstruktor vorstellen? Wir haben irgendwo im Speicherbereich, sei es auf dem Heap oder auf dem Stack, hier bin ich jetzt eben auf dem Stack, eben Rechteck 1 definiert. Ich würde es mal ein bisschen anders zeichnen, Moment, ein bisschen größer. Wir haben hier eben Rechteck 1 und das hatte ja Breite auf, das ist ein Int und hat den Wert 4 und die Höhe, oh, jetzt kann ich das hier nicht hören, schade. Das ist natürlich auch ein Int und das ist eben auf 6 gestellt. So, wenn wir den Copy-Konstruktor anwenden, ist das, was letztendlich passiert, wenn wir jetzt hier Rechteck 2 uns anschauen, dann bekommen wir hier einfach dieselben Werte per CallByValue hier rüber gescheffelt. Was passiert hier? Ist letztendlich nichts anderes, als dass eben dieser Wert hier rüber kopiert wird. Also die im Prinzip wirklich eine bitweise Kopie von diesem Rechteck 1 nach Rechteck 2. Und letztendlich heißt es für uns, dass sämtliche Werte, die jetzt hier in diesen Feldern stehen, dass diese einfach auf das neue Objekt hier rüber kopiert werden. Und genau das gleiche passiert letztendlich mit Rechteck 3. Ich könnte das hier genauso hinzeichnen. Also es wird einfach der Speicherbereich von Rechteck 1 genommen und 1 zu 1 in den neuen Speicherbereich hier rüber kopiert. Und zwar via Call by Value. Das ist insbesondere dann interessant, wenn wir jetzt eben hier ein beliebiges Objekt haben und wir haben hier eben einen Pointer, was weiß ich, der zeigt auf irgendein anderes Objekt, das wir jetzt mal vom Typ A machen. Das ist eben eine Referenz und ich zeichne dieses Objekt mal hier rüber. Das ist jetzt eben eine Instanz von A und wie die genau intern aussieht, ist mir eigentlich egal. Aber im Prinzip zeigt dieser Pointer mit seiner Speicheradresse, die hier drin steht, ja auf dieses Objekt hier drüben. Wenn wir jetzt hier den Copy-Konstruktor anwenden und eben hier für Object 2 standardmäßig hier eben einfach die Standardimplementierung nehmen, indem einfach alles bitweise kopiert wird, dann zeigt natürlich dieser Pointer hier, weil die Adresse letztendlich bloß kopiert wird,
natürlich auf dasselbe Objekt. Ja, und wie können wir das ändern? Indem wir natürlich, also wenn wir sozusagen nicht das wollen, sondern eigentlich eine neue Instanz beispielsweise von A, auf die er jetzt zeigt, immer die Pfeile falsch rum. Und wenn wir eben dieses Verhalten wollen, dann nennt man das jetzt eben hier ein Deep Clone oder eine Deep Copy. Das heißt, wenn dieses Objekt hier kopiert wird und er referenziert eben ein anderes Objekt, und das neue Objekt soll dazu, zu diesem anderen Objekt, oder es kann auch ein kompletter Objektgraph hier hinten sein, es muss nicht bloß ein Objekt sein, wenn dieses eben kopiert, ebenfalls mitkopiert werden soll, dann spricht man eben von sogenannten Deep Clone oder Deep Copy. Und dann ist es eben notwendig, dass man den Copy-Konstruktor in diesem Fall überschreibt. Wie überschreibt man den? Der Copy-Konstruktor hat immer genau diese Form, das heißt, wir bekommen hier eben ganz normal den Bezeichner für einen Konstruktor und der Parameter, es ist genau ein Parameter und das ist eine konstante Referenz auf den Typen, in dem wir hier eben gerade diesen Copy-Konstruktor definieren. Das heißt, das hier und das hier müssen gleich sein. Ja. Genau, und hier können wir dann eben speziellen Code schreiben, der eben dann dafür verantwortlich ist, dass wir beispielsweise zu einem Pointer, wenn wir hier einen Pointer hätten, eben ein neues Objekt erzeugt und das dann eben in unserem neuen Rechteck hier festhält. Also wir würden quasi dieses andere Rechteck nutzen, uns das entsprechende Pointer oder ein neues Objekt dazu erstellen. Und dieses dann eben auch klonen und das könnten wir dann hier festhalten. Üblicherweise überschreibt man aber diesen Konstruktor nicht. Das heißt, man lässt, wenn man sich eben Objekte von außen übergeben lässt, dann kommt man eh selten in die Bredouille, dass man ein Objekt klonen muss. Aber eben wenn man tatsächlich dieses Klonen vollzieht mit dem Copy-Konstruktor. Und dann haben wir eben so die Möglichkeit, dass wir Einfluss nehmen können, was denn eigentlich genau passiert, wenn wir ihn aufrufen. Und dann schauen wir uns das Ganze natürlich nochmal an, dass wir hier tatsächlich im Copy-Konstruktor landen. Also hier bei dieser Zuweisung kommen wir indirekt darüber hin, weil eben der Ist-Gleich-Operator für Klassen standardmäßig so überladen ist, dass er den Copy-Konstruktor aufruft. Ja, das liegt hier an der Überladung des Zuweisungsoperators, dieses Ist-Gleichs. Und hier rufen wir eben den Copy-Konstruktor explizit auf und wir sehen, auch hier landen wir eben standardmäßig drin. Und wir sehen jetzt hier, solange ich ihn überschrieben habe, ist jetzt auch keine Anpassung hier möglich. Wir haben jetzt, also ich habe es leider gerade weggemacht, aber wir haben gesehen, dass ich hier eben vom anderen Rechteck nicht die Werte zuweise. Also was ich hier eigentlich machen müsste, ist, dass ich die Breite von mir eben festlege auf anderes Rechteck, Punkt, underscore Breite. Und die Höhe, die lege ich natürlich auch von meinem anderen Rechteck auf dessen Höhe fest. Und so bekomme ich eben das, was der Standard-Copy-Konstruktor macht, jetzt hier habe ich das direkt explizit mal draufgeschrieben. Also der macht wirklich bloß eine bitweise Kopie von dem, wie das Objekt eben gerade aussieht. Und damit sind wir am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!